Das Fantasy-Märchen Shape of Water ist der beste Film des Jahres. Der Streifen von Guillermo del Toro räumte bei den Oscars gleich 4 Auszeichnungen ab. Das Drama holte nicht nur den wichtigsten Preis als bester Film, sondern del Toro wurde außerdem für die beste Regie ausgezeichnet. Einen Goldjungen gab es zudem für das beste Szenenbild und die beste Filmmusik. Shape of Water wurde mit seinen 13 Nominierungen bereits im Vorfeld als der große Favorit des Abends gehandelt. Beste Schauspielerin in einer Hauptrolle ist Frances McDormand. Gary Oldman wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. McDormand holte den Preis für ihre Rolle in 3 Billboards. Die 60-Jährige setzte sich unter anderem gegen Sally Hawkins und Meryl Streep durch. Oldman gewann für seine Darstellung des britischen Premierministers Winston Churchill in die dunkelste Stunde. Nominiert waren unter anderem auch Daniel Day-Lewis und Denzel Washington.